Wie lange lädt Minecraft auf einem Galaxy Tab S3 oder so, heißt das mit Android 4? WLAN ist ausgeschaltet. Über einen Firefox-Browser habe ich das installiert. Jetzt startet der Firefox-Browser. Und da sind wir. Mitten in der App. Und wenn ich das jetzt hier über zurück beende, wird die Seite verlassen, aber es ist, wie man hier sehen kann, immer noch Firefox geöffnet. Das heißt also, Firefox selbst muss nicht starten, aber wenn man es öffnet, wird trotzdem die Seite geladen aus dem Cache, weil es ja offline ist, weil ich WLAN aus habe gerade, wie man hier sehen kann. Und ja, es lässt sich verwenden, die App. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel auf F3 mal drücken und dann können wir sehen, dass wir hier gerade die aktuelle Version, wenn man es überhaupt sehen kann, ne, kann man irgendwie nicht. Naja. Die aktuelle Minecraft-Version haben wir. Und man konnte eben auch gut sehen, dass wir, dass die Texturen erst so etwa eine halbe Sekunde später aufgetaucht sind. Das liegt daran, weil dass die Texturdatei eine extra Bilddatei ist, die dann aus dem Cache geladen wird. Und im Spiel selbst integriert sind nur so Fallback-Farben. Das heißt also, Minecraft ist sogar so schnell, dass man das sogar schon spielen kann, bevor die Texturen geladen sind. So habe ich das sogar programmiert. Und ja, Inventar funktioniert auch. Und das habe ich hier mal letztens mit probiert. Also man kann es auf dem Touchscreen verwenden. Wer sehr aufmerksam ist, hat gesehen, dass es bei GitHub einen Issue gibt mit Touch-Bedienung, nämlich dass, wenn man erstmal den Touch-Modus hier verwendet hat vom Inventar, dann irgendwie funktioniert das nicht mehr so richtig. Ich guck mal, ob das jetzt geht. Ja, genau. Also man sieht, das Menü öffnet sich und man kann nichts mehr machen. Aber naja, ansonsten funktioniert es. Jetzt öffne ich das nochmal neu. Wunderschön.